Rund 92% der Bewohner von Hoyerswerda sind mit ihrer Stadt zufrieden. Das geht aus einer Sicherheitsanalyse im Auftrag des sächsischen Innenministeriums hervor. Rund 1000 repräsentativ ausgewählte Bürger wurden dabei zu ihrem Sicherheitsgefühl und zur Lebensqualität befragt. Die Untersuchung zeigte eine insgesamt positive Entwicklung der Stadt, wie Jörg Feldmann, Leiter der Analysegruppe, resümiert. Wir haben hier die Voruntersuchung von 1998 gehabt mit Vergleichswerten. Und anhand dieser Vergleichswerte haben wir erstmal festgestellt, dass die Verhältnisse in Hoyerswerda heute wesentlich besser sind, als sie seinerzeit 1998 waren. Dies betrifft insbesondere die Zufriedenheitswerte mit der Polizei, mit der polizeilichen Leistung, aber eben auch das Sicherheitsgefühl. Nichtsdestotrotz gibt es eine Ausprägung des Unsicherheitsgefühls und das lässt sich auch konkret an Ordnungsstörungen festmachen. Als sogenannte Ordnungsstörungen wurden von den Befragten hauptsächlich Hundekot, Vandalismus, Müll und Graffiti-Schmierereien empfunden. Mit der Analyse wurde auch eine Handlungsempfehlung zur Abhilfe bestehender Mängel gegeben, die nunmehr umgesetzt werden kann.